Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. So, Modern Warfare Kampagne durch. Fazit? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich habe zwar am Ende von der Kampagne was dazu gesagt, ich weiß aber nicht, ob das meine abschließende Note ist, denn ich war zu dem Zeitpunkt extremst genervt durch die ja doch sehr ausgeprägten Abstürze. Und so wie ich gehört habe, soll es im Multiplayer, wenn man mit Kollegen zockt, auch so seine Probleme geben. So, dann haben wir Schlange, ein Wölfchen und eine Motte. Gut. So, damit ich jetzt mal wieder ein bisschen runterkomme und mich nicht das ist ja eigenartig. Ach, das ist die Korall. Ach so, ja, das ist die, die wir von Brina haben, ne? Wir brauchen Ivory. Stimmt ja. Adler, Adler, Drache. Gut. Adler. Adler. Drache. Eine andere Sache ist die, ich freue mich ja tierisch auf God of War. Aber ich habe in der Preview gesehen, dass empfohlen wird halt, weiß ich nicht, von 2018 war das, von 2018, erstmal zu spielen, bevor man Ragnarök spielt. Ja, habe ich jetzt runtergeladen, also das von 2018. Habe ich überlegt, ob ich das jetzt mal anzocken soll. Und habe mir dann gedacht, nee, komm. Nachdem dich Modern Warfare gerade so gequält hat, weil war echt, das war Quälerei. Das war Quälerei, ohne Witz. Ich meine, wenn man selber spielt, ne, dann schmiert das Ding ab und okay, man kann dann bis zum kann er vom letzten Speicher. Katze! Ja, das hast du jetzt davon. Hast du sie alle aufgeweckt? Ja, komm ran. Warte mal, Junge. Junge, Galdo Augenwelt. Galdo Schwarzklinge, schwarze Versiegelungsformel. Gebunden seid ihr, Mikrul, Mörder und Verräter, verdammt durch euren Frevel gegen Fürst und Reich. Vergessen sein Name und Taten im Land eurer Väter und eure Magie unserem Schutzzauber weich. Dasselbe, nur mit einem anderen Namen. Und silberne Juwelen als Kette. Gut. Jetzt sind die anderen nur alle gleich umgefallen, ne? Ja, das ist etwas enttäuschend. So, Katze, du bist wieder da. Mach Licht an. Mach's nicht. Du bist ein Arsch, Katze. Ja, wie gesagt, ne, ich habe jetzt ein paar Tage Skyrim-Abstinenz gehabt. Bei den
zugehen zum Mond. Ich weiß auch nicht wirklich, wie ich das hinkriegen soll. Skyrim und God of War gleichzeitig. Ich meine, hier bei Call of Duty, da ging das. Da ist man gewohnt, dass das so 6 Stunden dauert. Gut ist. Ich habe auch insgesamt nur 2 Tage. Kamerad, du bist da noch wach. Wie kommt das denn? Naja. Vor allem kriege ich das nicht rechtzeitig hin, ne? Also wenn ihr das hier seht, dann wird der Release von God of War schon lange passiert sein. Und da kann ich machen, was ich will. Da werde ich erstmal den ersten Teil spielen. Aber ich denke mal, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, weil die sind ja akribisch drauf fixiert. In den Previews nicht zu viel zu spoilern, ne? Und wenn ich jetzt den neuen Teil, achso, jetzt machst du doch Kerze an. Wenn ich jetzt den neuen Teil direkt Let's Play, dann könnte das für den einen oder anderen von euch ja auch blöde sein. Ich habe zum Beispiel auch hier, da gab es ja hier die, für Vorbesteller, gab es ja die Möglichkeit, die Kampagne von Call of Duty eine Woche früher zu spielen. Ich hab bei YouTube einen weiten Bogen darum gemacht und ich habe mich jedes Mal gefragt, wer macht das? Wer guckt sich das Let's Play an? Bevor er selber die Kampagne gezockt hat. Ja, deswegen, also ich hab's jetzt. Gibt auch nur. Wobei, wenn ihr das hier seht, ist wahrscheinlich das Let's Play schon komplett. Allerdings sollte dann auch so ziemlich jeder das schon soweit komplett dann haben. Ne? Das war's jetzt hier mit dem Goldo. Ja, offensichtlich. Da waren wir schon. Ja, schön. Schön! Haben wir das. Ich gehe falsch, ne? Ich muss da unten lang, oder? Ja, das ist blöd. Weißt du, jetzt habe ich wieder. Das ist das, wenn ich nicht kontinuierlich am Ball bleibe, dann weiß ich nicht mehr hundertprozentig, was in der letzten Folge passiert ist. So, hier weiß ich aber noch, hier hatten wir was. Den kann ich drehen, den kann ich auch drehen. Ich glaube, den muss ich nicht drehen, oder? Oder muss ich den drehen? Probier einfach mal so. Klappt. Der Geheimnissound.
Nehmen wir. Khajiit bewacht euren Rücken. Ja. Außer wenn du nicht da bist, ne? Ja, komm, Khajiit. Wir haben fertig die Galdur Legend. Ja, hat Dominik mir heute geschrieben. Sein Feendal ist tot. Ich kann da nur sagen, ist traurig. Ich glaube, da hilft auch Resurrection nicht wirklich. So. Da habe ich den Ort schon mal markiert, weil ich meine, mich zu erinnern, dass da ein Pferd stand. Und uns fehlt ja noch ein Wildpferd. Was haben wir denn hier? Eben gucken, das müsste... Hinweise zu Wildpferden. Braun gescheckt in der Nähe von Einsamkeit auf der anderen Seite des Flusses bei Katlas Hof in der Nähe eines Drachenhügels. So, leider habe ich Katlas Hof noch nicht auf der Karte drauf. Deswegen habe ich den einfach da so hinplatziert. Den, aber ich glaube, ist ganz gut. Ne? Das Hufeisen dürfte Katlas Hof sein. Was ist das hier? Das ist nicht Katlas, da ist Katlas Hof. Also da die Mühle, glaube ich, ne? Spinnen. Krabben, alles Mögliche hier. Da steht er auch. Da ist er. Jut. Donner, es war mir eine Ehre. Ich habe dich ja ein zweites Mal abgeholt, aber unsere gemeinsame Zeit geht dem Ende zu. Guten Tag, Wildpferd. Ist doch gut. Ist doch gut. Ist gut. Ist ein Drachen da? Ja, alles gut. Alles gut. Bleib entspannt. Zack. Erfolgreich gezähmt. Super. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Gar nicht. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Ich muss anscheinend mit dem Pferd durch den Fluss warten. Gut. Dann wollen wir so tun. Ist ja nicht wie bei Kingdom Come Deliverance. Sägemühle. Ist ja gar nicht Katlas Hof. Ist die Sägemühle. Naja. Ist in Ordnung. Hier ist Katlas Hof. So, was nehmen wir denn da?
Stahl oder Elfe? Komm, wir nehmen Stahl. Habt ihr schwer für die Zukunft arbeiten und die Vergangenheit ruhen lassen. Das ist mein Motto. Ja, ich möchte mein Pferd registrieren und ihm einen neuen Namen geben. Natürlich. Schön. Mit einer Frau wie Friedrika und einem Sohn wie Horm bin ich der glücklichste Mann in ganz Himmelsrand. Finde ich schön. Ich will auch eine Rüstung. Natürlich. Stahl. So. Wie lange seid ihr schon hier, der Stallmeister? Seit ungefähr 8 Jahren. Ich arbeitete mal als Söldner. Aber nach einer Reise in die Rabennarbenhöhle war es damit vorbei. In dieser Höhle gibt es Hexenraben mit Klauen wie Dolche. Ui. Wenn man sie an sich heranlässt, schlitzen sie einem in Windeseile den Bauch auf. Solche Kreaturen lassen einen darüber nachdenken, was man vom Leben erwartet. Ist richtig, ist richtig. Wenn ihr unterwegs nach Einsamkeit seid, solltet ihr zwischendurch mal die Aussicht genießen. Es lohnt sich. Ja, aber ist gerade eher dunkel und neblig und so. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Nö. Also nö. Das geht aber nicht. Kalle, wie hast du mein Pferd denn genannt? Hm? Natürlich. Loki! Der nordische Gott des Schabernacks. Ja, Loki. Loki kann nicht mitleben. Ich glaube, die Rüstung passt auch ganz gut, oder? Hätte ich lieber Elfen nehmen sollen. Ich weiß nicht. Geh weg. So. Wenn ihr nach Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht mit Ricke. Nee. Wenn nicht, dann haltet eure Nasen aus anderen. Bin ich nicht. Onkel Rock will nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Svari? Verräter! Ihr habt uns verraten. Bis eure Mutter kommt. Verschließt das Stadttor. Aber ja, Glück. Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zu gütig, Vivien. Eine schöne Torwache wart ihr. Ihr habt Ulfric Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torrik ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Verräter! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner! Ulfric hat Torrik herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Schlag ihm den Kopf ab. Also gut, Rockwir. Neige den Kopf. Am heutigen Tage breche ich auf nach Sovenland. Da rollt die Rübe. Fertig? Jetzt nicht. Okay. Sie hätten es noch etwas hinauszögern sollen. Er hätte einen langsameren Tod verdient. Bist aber ganz schön fies, ne? Ich glaube, ich hatte mehr erwartet. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er gewusst hat, was er tat, als er dieses Tor öffnete. Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Was? Nur weg mit dem alten Schrott, sage ich.
Ein Mann öffnet ein Tor und dafür wird er geköpft? Jo. Das kommt mir ziemlich extrem vor. Findest du? Bald. Ich kann es fast schon schmecken. Hättet ihr vielleicht etwas Gold für einen Veteran übrig? Diesmal plündern wir die Leiche nicht, sonst habe ich wieder den scheiß Talos-Dingenback. Gut, dann mal rin in den zwinkernden Skiva. Kommt herein, wir haben warmes Essen. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Oh, guck mal, geht ab da für eine Mark. Gisli. Hallo, ich bin Gisli, aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle machen das. Also, Eriko ist euer Bruder? Ja, mein älterer Bruder. Und die Person, mit der ihr jetzt wahrscheinlich reden wollt. Aber seit Torek tot ist, liegt die wahre Macht am Hof des Jarls in den Händen von Falk Feuerbart. Mein Bruder ist nichts weiter als ein aufgeblasener kleiner Gag. Hm. Das scheint mir kein gutes Benehmen zu sein. Wenn ihr nach einer guten Einstellung sucht, geht zu den Barden. Sie spielen sie euch vor. Wenn ihr stattdessen nach Wahrheit sucht, sprecht mit Noster. Er ist ein gutes Beispiel dafür, was das Leben zu bieten hat. Und wenn ihr einfach nur Spaß haben wollt, probiert Evets Würzwein. Aber was ihr auch macht, lasst mich in Ruhe. Das war echt eine eklige. Ihr habt etwas, das ich will. Nicht mein Problem. What the fuck? Was hast du denn, was ich will? Stiehl die Besitzurkunde von Gisli. Okay. Der Königsmörder soll zittern und beben. Den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Nicht so schnell. Was erzählt man sich so in der Stadt? Wenn ihr Gerüchte wollt, seid ihr bei Corpus am besten aufgehoben. Ich habe aber einen Besucher gesehen, der auf dem Weg zum Blauen Palast war. Aha. Verdient man als Bade gut? Nein. Aber ich bin von guter Musik, guten Getränken und guten Freunden umgeben. Mehr kann man sich nicht wünschen. Also seid ihr ein Mitglied der Badenakademie? Nun, ich bin eine Absolventin, ja. Ich arbeite hier im zwinkernden Skeva. Die Akademie kann ich aber nur empfehlen. Sprecht mit Viamo, wenn ihr interessiert seid. Vielleicht solltet ihr hier übernachten. Corpulus führt ein sauberes Gasthaus. Fihada, was ist euer Geheimnis, so gute Bogen herzustellen? Der gleiche Ort, an dem ich meinen Charme und meine Aufgewecktheit gelernt habe. Willkommen im zwinkernden Skeva, mein Freund. Tauschen wir mal die Plätze, ne? Weshalb heißt diese Taverne Zwinkernder Skeva? Nun, als kleiner Junge hatte ich einen Skeva als Haustier. Und er hat immer gezwinkert. Ihr habt einen Skeva als Haustier gehabt? Damals waren sie noch kleiner. Ach so. Ist Tschernobyl hochgegangen und dann... Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich glaube, die Badenakademie sucht neue Schüler. Redet mit Viamo, dem Oberhaupt der Akademie, wenn ihr interessiert seid. Habt ihr noch mehr Gerüchte? Ich habe gehört, dass Jari Ra im Brunnenbezirk ist, um neue Leute anzuheuern. Habt ihr noch mehr? Die Leute sagen, dass in den Straßen beim Blauen Palast ein Mann umherstreift. Er wirkt verzweifelt, aber seine Worte ergeben nicht den geringsten Sinn. Aha. Habt ihr noch mehr? Varnius Junius kam auf seinem Weg zum Hof hier vorbei. Er war wegen irgendetwas besorgt. Falk Feuerbart kann euch sicher sagen, was es ist. Cool. Komm, gib mir mal ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Wo ist denn das? Ich zeige euch euer Zimmer. Zeig her. Hier entlang. Zeig her. Ob mit Klinge oder Zauber. Wollt ihr es tot sehen, dann töte ich es. Ihr müsst mir lediglich meinen Lohn zahlen. Joran. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Super, danke dir.
Haben wir denn da irgendwas? Ja, ich könnte auch nochmal hier Gewandtheit und nochmal mit dir quatschen. Ne? Vielleicht sollten wir das erstmal probieren. Hallo, ich bin Gisli. Nicht mein Problem. Das klappt offensichtlich nicht. Und nichts für unsichtbar dabei. Prozent passt. Geht doch. Darf ich euch ein Getränk bestellen, meine Liebe? Ihr könnt mir bestellen, was ihr wollt. So. Dann gehen wir mal knackeln und dann gucken wir uns morgen früh mal die Stadt an. Das, ach, Köter. Stimmt, den wollten wir auch loswerden. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Meine Trommeln werden unsere Truppen zum Sieg führen. Ihr wart bei Rockwears Hinrichtung. Ja, eine wirklich unschöne Angelegenheit. Mag sein. Aber notwendig. Notwendig? Meine Cousine Fura ist gerade jetzt irgendwo draußen in Himmelsrand und kämpft gegen Ulfric Sturmmantel und seine verdammten Aufständischen. Ja. Wäre Rockwear nicht gewesen, wäre das gar nicht nötig. Und meine Tante hätte sich um ihre Tochter keine Sorgen machen müssen. Stimmt. Warum haben sie ihn hingerichtet? Ihr wisst es wirklich nicht? Er hat Ulfric Sturmmantel aus Einsamkeit entkommen lassen. Ulfric reitet hinein, ermordet den Großkönig und Rockwear lässt ihn einfach davonreiten. Hm. Wie kann man sich davon ablenken? Die meisten gehen hinüber in den zwinkernden Skewa. Wenn ihr keine Musik hören und nichts trinken wollt, könnt ihr wenigstens mit Corpulus sprechen. Er weiß immer den neuesten Klatsch. Corpulus? Ihr seid sehr beschäftigt, nicht wahr? Kommen wir später. Wer ist denn Corpulus? Ich habe mit euch nichts zu schaffen. Lasst mich in Ruhe. Ach, du bist Corpulus. Willkommen im zwinkernden Skewa, mein Freund. Ja, wir haben schon Denkt alles. An den zwinkernden Skewa, wenn ihr das nächste Hallöchen. Mal um die Füße habt. Wie heißt Hi. Ihr? Seid ihr auf Besuch? Was macht ihr so? Boah, du stellst aber viele Fragen auf einmal. Ihr scheint mir der abenteuerlustige Typ zu sein. Ich wette, wir sind verwandte Seelen, ihr und ich. Aha. Amy. Die will was. Gut, so, da ist ein Questmarker dran. Wieso ist der denn da dran? Stiel makelloser Saphir, alles klar. Kann man ja mal machen, ne? Wenn wir schon... Ach, was für eine Freude. Noch ein reizender Kunde. Aha. Macht ihr so viele Geschäfte? Glänzende Gewänder hat die beste Kleidung in ganz Himmelsrand. Aha. Darum kommen die Kunden zu uns. Habt ihr einen schlechten Tag? Ja, wenn meine Kunden meine Zeit mit Schwatzen vergeuden und nichts kaufen wollen. Mhm. Endlich. Endlich. Was soll das heißen, endlich? Super. Eieieiei. Toll, jetzt habe ich vergessen.
Ei. Also nicht so weit. Ah ja, weiter. Okay. Hier. Du bist ein recht schickiges Schloss. Geht doch. Makellose Saphir. So. Sprich mit Braylin. Ich bin nicht interessiert, Jari. Ganz egal. Mögen die Göttlichen euch führen und behüten. Das solltet ihr noch... Isse ist lieb. Wir haben doch gerade noch neuerdings, ne? Begib dich zum Hof von Einsamkeit. Stelle Nachforschung über den Mann in der Nähe an. Unterhalte dich mit Jarera, sprich mit Viamo. Denken. Ihr verpasst da ein paar wunderbare Gelegenheiten, wenn ihr in dieser Bar arbeitet. Sag mal, wollt die blöde Kuh mir eigentlich nicht hier... Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Hammer, lasst ich will... mich alles stehen. Kleider und Gewänder für Kunden mit Anspruch. Aha. Hab ich nicht. Normalerweise kriege ich doch von denen eine beschissene Quest. Den Göttern sei Dank für das Ende einer weiteren sinnlosen Unterhaltung. Boah, ist die Scheiße. Ist die Scheiße. Egal. Ihr seid auf der Durchreise durch Einsamkeit? Vielleicht wollt ihr leicht verdientes Gold einstreichen, ja? Woran habt ihr gedacht? Es ist nicht schwer, Dinge zum Verkaufen zu finden. Dinge, die keiner vermisst. Dinge aus dem Untergrund oder die einfach in Häusern herumliegen. Ich wette, dass wir beide uns sehr ähnlich sind. Warum also nicht einen Schritt weiter gehen? Wir können einander helfen. Meine Schwester Deja und ich sind Schatzjäger. Wir sammeln Dinge. Ich bin ganz Ohr. Wusste ich doch, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Wegen des Krieges kommen hier weit mehr Schiffe vorbei. Beladen mit Waffen und Geld, aber nur wenigen Leuten. Und sie durchfahren gefährliche Wasser. Wir sind an einem dieser Schiffe interessiert. Sein Name ist Eisläufer. Es wird vom Leuchtturm von Einsamkeit geleitet. Aber wenn dessen Feuer erlischt, läuft die Eisläufer auf Grund. Also wollt ihr, dass ich das Leuchtfeuer lösche? Was für ein interessanter Vorschlag. Wenn jemand so etwas tun würde, gäbe es ganz gewiss eine Menge Beute, die man teilen könnte. Ja, wenn jemand das Feuer des Leuchtturms löschen und mich anschließend am Hafen aufsuchen würde, würde ich ihm ganz gewiss sagen, wo diese Beute zu finden ist. Was passiert mit den Seeleuten auf dem Boot? Macht euch um die keine Sorgen. Sie werden bestimmt heil an Land gespült. Vielleicht bezahlen sie uns sogar, wenn wir sie nach ihrem Unglück heldenhaft retten. Ein Schiff auflaufen lassen? Ich sollte euch der Wache melden. Tatsächlich? Warum das denn? Aufgrund welchen Verbrechens? Ich habe nur über ein Ereignis geplaudert, das zweifelsohne tragisch wäre. Ein tragisches und sehr, sehr profitables Ereignis.
Am besten sollten wir uns möglichst wenig unterhalten, bis ihr euren Auftrag ausgeführt Hallo, habt. Hallo, ich bin Gisli, aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle machen das. Ländig Arsch mit Ohren. Wer von euch beiden gibt mir denn... Wenn ihr diese alten Lumpen jemals ersetzen wollt, schaut bei glänzende Gewänder vorbei. Beleidigt ihr immer Leute, wenn ihr sie trefft? Das ist keine Beleidigung, nur eine Feststellung. Wenn ich mit einer Wunde herumlaufen würde, würde ich wollen, dass ihr mir sagt, ich sollte einen Arzt aufsuchen. Was ihr da anhabt, ist so etwas wie eine offene Wunde. Jedenfalls in Sachen Mode. Du hast auch gleich eine offene Wunde. Was stimmt in meiner Kleidung nicht? Gar nichts. Was ihr anhabt, ist sehr nett. Aha. Wenn ihr aber etwas mit mehr Stil tragen wollt, dann solltet ihr einmal bei uns im Laden vorbeischauen. Glänzende Gewänder. Aha. Wir könnten euch passend ausstaffieren. Also, was sollte ich tragen, wenn ich zum Blauen Palast möchte? Ihr wollt wirklich in den Blauen Palast? In den das Blauen Palast. Das ist eine gute Gelegenheit. Wenn ihr bereit wäret, eine Garderobe von glänzende Gewänder zu tragen und mit der Jarl zu sprechen, würde ich euch nicht nur dafür bezahlen, sondern ihr könntet die Garderobe auch noch behalten. Mhm. Influencer-Kacke. Hört sich einfach an, ich mache es. Gut. Hier ist die Garderobe. Versucht, Elisivs Meinung darüber zu erfahren. Und wenn sie ihr gefällt, dann erwähnt, dass ihr sie von glänzende Gewänder habt. Mhm. Denkt an glänzende Gewänder, wenn ihr einen Kleiderwechsel braucht. Du hast sie nicht alle, ey. Ich habe hier eine wunderschöne Dedera-Rüstung. Ja, so gut. So wunderschön ist sie nicht, aber ist halt eine Dedera-Rüstung. Was hat sie mir jetzt gegeben, ja. Komisch finde ich, dass es ja, Handschuhe leichte gibt. Panzer leicht, Schuhe leicht, aber kein Helm. Also der Helm ist schwer. Feine glänzende Gewänder. Frischer Fisch. Das sieht doch scheiße aus. Früchte, frisch vom Schiff. Die frischeste Ware in ganz Himmelsrand. Guten Tag. Nicht zufällig ein paar Minuten, um zum Hafen zu laufen? Boah, ich hasse dich so sehr, ne? Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um in Himmelsrand unterwegs zu sein. Vorsichtig. Das wird wunderbar. Diese Dummköpfe kämpfen wirklich. Böser Hund! Frischer Fisch, direkt aus den Fjorden. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Ja. Holt euch euer Obst und Gemüse hier! Tut mir leid, du brauchst dich da nicht in den Büsche verstecken. Du kannst wieder rauskommen. Wer ist das denn? Ach so, das ist der Badentyp, ne? Ihr habt nicht zufällig ein paar Minuten, um zum Hafen zu laufen? Was braucht ihr von den Docks? Eine Ladung Gewürze wird von der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft aufgehalten. Jemand muss sie überreden, sie freizugeben. Aha. Dürfte kein Problem sein. Großartig. Kommt zurück, wenn ihr alles erledigt habt, um eure Belohnung für die Mühe zu erhalten. Wie laufen die Verkäufe? Reicht aus. Ich bin ehrlich gesagt angewiesen auf die Verkäufe während der Verbrennung von König Olaf. Und dieses Fest findet dieses Jahr wahrscheinlich nicht statt. Hm. Was ist der brennende Olaf? Ein jährlich von den Barden ausgerichtetes großes Fest. Dabei wird König Olaf als Puppe verbrannt. Das ist immer ein ziemlicher Spaß. Hm. Bei den Barden gibt es während des Festes Würzwein. Also kommt immer eine große Bestellung. Noch Wochen später ist die Nachfrage so groß, dass ich kaum hinterherkomme. Aber nach dem Tode des Großkönigs Torik gilt das Fest als geschmacklos. Dieses Jahr wird es also wohl nicht stattfinden. Hm. Ist euer Würzwein nach einem geheimen Rezept gemacht? Ja, nach einem geheimen Familienrezept. Das einzig Gute, was mein Vater Octave jemals getan hat,
Er ist so gut, dass niemand in Himmelsrand auch nur versucht, ihn herzustellen. Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um in Himmelsrand unterwegs zu sein. Ihr seht aus, als könntet ihr einen reifen Apfel gebrauchen. Oder eine Tomate, einen Kohl oder einen Lauch. Ihr habt keine Schwierigkeiten, reife Früchte zu bekommen? Ich weiß mir zu helfen, aber es ist in diesen Tagen nicht gerade einfach. Die Schwarzbluträuber plündern seit geraumer Zeit die Schiffe vor der Küste. Durch die Dummheiten dieser Banditen wurden schon viele verletzt. Hier kommen bestimmt interessante Leute vorbei. Oh ja, es ist noch gar nicht lange her, da hat hier ein Bote aus Drachenbrücke Halt gemacht. War auf dem Weg zum Blauen Palast. Er war sehr nervös. Sagte, er brauche Hilfe. Was ist denn das Kommt für ein Bote? Kommt wieder, wenn ihr wisst, wie ihr euer Geld ausgeben wollt. Erinnere ich mich gar nicht dran. Als hoher Priester der 8 Göttlichen heiße ich euch willkommen. Oh. Früchte. Hier gibt es reichlich frischen Fisch für euch. Wo fangt ihr eure Fische? Unten am Hafen. Es gibt ein paar gute Stellen, wenn man den Arbeitern der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft und diesen Gaunern der Roten Woge aus dem Weg geht. Aha. Ihr und eure Tochter wart bei der Hinrichtung. Swari, ja. Es war hart für sie. Sie vermisst ihren Onkel. Ich habe zu erklären versucht, dass Rockwie etwas Schlimmes getan hat und jeder für seine Aktion verantwortlich ist, aber ein Kind fühlt da anders. Aha. Du nimmst ein Kind mit zur Hinrichtung. Wir leben in unruhigen Zeiten. Da wird der Vater des Jahres. Erst auf euch auf. Jo, 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 jo. Früchte, frisch vom Schiff. Die frischeste Ware. Ist er jetzt der Baden-Heini, der... Frischer Fisch! Ja? Ihr werdet mir helfen. Ihr helft doch den Leuten, oder? So etwas tut ihr doch. Und was braucht ihr? Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Wie kann ich euren Meister finden? Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein, solche Leute sind unter seiner Würde. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Warum wollt ihr, dass er zurückkommt? Ohne seine Führung fällt unser Heimatland auseinander. Der Norden führt Krieg gegen den Süden. Die heilige Flamme flackert und erlischt. Er muss zurückkehren. Oh, aber ich bin sicher, er wird euch entlohnen, wenn er wieder bei klarem Verstand ist. Seine Gunst ist eine wundervolle und mächtige Sache und macht jegliche Unannehmlichkeit schnell vergessen. Wer ist euer Meister? Er ist ein großer Mann, der nur selten Lob erhält. Er herrscht über 2 Reiche, die sich über die gesamte Länge und Breite unseres Verstandes erstrecken. Oho. Alle kennen ihn, doch nur wenige können ihn beim Namen nennen. Aber er hat mir verboten, seinen Namen zu nennen. Er sagt, das lenkt ihn ab. Und wehe denen, die seinen Zorn auf sich ziehen. Ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr ihn seht. Er hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Krass. Wie gelange ich nochmal zu eurem Meister? Er hält sich im Pelagius-Flügel des Blauen Palasts auf. Die Türen sind verschlossen. Und nur Falk Feuerbart kann euch Zugang gewähren. Okay. Wie ich hörte, wissen aber die Dienstmädchen Una und Erdi, wie man hineingelangt. Aha. Schließlich müssen sie dort putzen. Und in einer so wichtigen Angelegenheit.
werden sie euch doch sicher helfen. Bis zum nächsten Mal. Er hat schon wieder Spaß da vorne, die Kalle. Du Köter, ne? Oh! Wir sind am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir haben das letzte Wildpferd eingefangen. Wir haben schon mal hier ein bisschen Goldo Legend. Ja, und jetzt sind wir in Einsamkeit. Hier heißt es jetzt wieder viele Gespräche führen. Ja, und dann sehe ich in naher Zukunft zu, dass ich Barbas loswerde. Von daher, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.